Hallo liebe YouTuber, mein Name ist Harald Scherer, ich bin Diplomkaufmann und Steuerberater und ich habe euch ein Video gemacht heute zur offenen Handelsgesellschaft, kurz OHG. Dieses Video richtet sich natürlich wie die anderen Videos zu den Gesellschaften an Existenzgründer und junge Unternehmer. Das heißt, ich habe versucht, die wichtigsten Kriterien zu der Gesellschaftsform mal herauszuarbeiten, mal zu zeigen, wo unterscheiden sich die Gesellschaftsformen zu anderen Gesellschaftsformen, was ist wichtig, was ist zu beachten, was sind Kriterien, die ausschlaggebend sein können. Natürlich weit ab von jeglicher Vollständigkeit. Es gibt andere interessante Kriterien, die habe ich weggelassen, weil ich meine, dass die für junge Unternehmer und Existenzgründer nicht wichtig sind. Auf der anderen Seite bin ich die Punkte, die ich hier behandelt habe, auch nicht also wirklich, habe ich die nicht bis in die Tiefe verfolgt, sondern ich habe das so rausgearbeitet, von dem ich meine, dass das wichtig ist, dass das entscheidungsrelevant sein kann und interessant für Existenzgründer und junge Unternehmer. Für alle anderen, die fortgeschritten sind, ist das Video bestimmt nichts. Die müssen sich dann in der Literatur mal einlesen oder die müssen vielleicht mal zu einem Kollegen gehen, zu einem Steuerberater gehen. Ansonsten meine ich, ist das hier eine gute Einführung, insbesondere ergänzend zu den anderen Videos. Wie gesagt, hier geht es um die offene Handelsgesellschaft, um die OHG. Es gelten grundsätzlich erstmal die rechtlichen Vorschriften wie bei einer BGB-Gesellschaft. Sobald nicht diese OHG-Vorschriften aus dem Handelsgesetzbuch spezieller sind und weitergehend sind. Die OHG selber ist eine Gesellschaft, die ins Handelsregister eingetragen ist, Betrieb eines Handelsgewerbes, sie ist ins Handelsregister eingetragen, sie ist Kaufmann, es besteht eine Buchführungspflicht, die Gesellschaft ist wie jede andere Gesellschaft, wird die gegründet, um einen gemeinsamen Zweck der Gesellschaft zu verfolgen, insbesondere den Zweck eines Handelsgewerbes zu betreiben. Sie ist Kaufmannkraft-Rechtsform und wie gesagt, sie ist buchhaltungspflichtig. Und ich fange vielleicht mal oben nochmal an hier, zur Abgrenzung zur KG möchte ich mal sagen, man kann aus einer OHG relativ kurzfristig eine KG machen. Die KG habe ich nochmal gesondert behandelt. Die KG zeichnet sich dadurch aus, dass da der eine, mindestens eine Gesellschaft beschränkt haftet, während bei einer OHG alle Gesellschafter unbeschränkt haften. Das heißt, es ist eine BGB-Gesellschaft, bei der alle Gesellschafter unbeschränkt haften, die aber ins Handelsregister eingetragen ist, ein vollkaufmännisches Gewerbe betreibt und für die strengeren Vorschriften einer OHG gelten. Deswegen Formkaufmann, Kaufmannkraft, Rechtsform. Die KG, das heißt, wäre auch eine Kaufmannkraft, Rechtsform, ist quasi eine OHG, bei der ein Gesellschafter, mindestens eine Gesellschaft beschränkt haftet. Die unbeschränkt haften, sind die Komplementäre. Die beschränkt haften, sind die Kommanditisten. Wie gesagt, der Schritt von der OHG zur KG ist nicht weiter. Deswegen habe ich das hier oben mal so kurz ergänzend angeführt. Wie gesagt, ist ein Video zur OHG, nicht zur KG. Aber der Schritt von der OHG zur KG ist eigentlich nur, dass man jemanden beteiligt, der beschränkt haftet und das ins Handelsregister einträgt. Dann ist das eine KG, wobei die Komplementäre unbeschränkt haften und die Kommanditisten nur mit ihrer Einlage. Ansonsten bleiben wir erstmal hier bei der OHG, wie gesagt, Vorschriften der BGB-Gesellschaft, ergänzende Vorschriften strengeren der OHG. Ansonsten ist es eigentlich eine Gesellschaft wie die BGB-Gesellschaft. Da gelten auch Grundsätze zur Geschäftsführung, zur Vertretung und so weiter. Die OHG braucht einen Namen, das ist die Firma, zum Beispiel Lecker Pfefferminze-Tee OHG, man könnte sie auch irgendwie anders benennen. Wichtig ist, dass sie ein Gewerbe betreibt, das heißt, dass sie auf Dauer angelegt ist, dass die meisten Gesellschaften, dass es eine Gewinnerzielungsabsicht gibt, dass sie am offenen Markt auftritt und auch teilnimmt, dass sie in kaufmännischer Weise einen geführten Geschäftsbetrieb hat, etc., dann ins Handelsregister eingetragen wird, dann ist es eine OHG.
So, die Frage, die sich jetzt stellt, und das ist eigentlich die Frage, die oft gestellt wird, wie haftet die OHG? Wenn ich gerade aufgeführt habe, dass der Weg von der OHG zur KG nicht weit ist, wenn man einen Gesellschafter aufnimmt, der beschränkt haftet, dann ist klar, dann haften bei der OHG alle unbeschränkt. Insbesondere habe ich darauf verwiesen, dass die Vorschriften für die BGB-Gesellschaft gelten, bei der ja auch alle unbeschränkt und gesamtschuldnerisch haften, so auch bei der OHG. Denn die OHG hat ja eigentlich strengere Vorschriften, weil sie ja ein Kaufmann ist. Also, bei der OHG haften alle Gesellschafter gesamtschuldnerisch und unbeschränkt. Das heißt, erstmal wird das Betriebsvermögen herangezogen, dann das Privatvermögen der Gesellschafter, wenn das nicht reicht. Und der Schuldner kann sich dann bei jedem Gesellschafter bedienen, bis er die komplette Schuld erhalten hat. Die Gesellschafter untereinander können das dann wieder ausgleichen, entsprechend ihrer Anteile. Aber grundsätzlich gilt solidarische Haftung. Der Gläubiger einer OG kann sich an jeden halten, wenn das Gesellschaftsvermögen nicht ausreicht. Er kann sich an jeden wenden und sagen, er soll die Verbindlichkeiten der OHG begleichen. Das hat auch dazu geführt, dass die OHG einen sehr guten Ruf hat eigentlich. Ja, alle haften gesamtschuldnerisch, ist ein kaufmännisches Unternehmen, ist in Handelsregister eingetragen. Nur OHG gehört sicherlich zu den Rechtsformen, die ein gutes Ansehen hat. So, was spricht für die Gründung der OHG? Ja, was spricht dafür? Wie gerade erwähnt, eine gute Kreditwürdigkeit und gutes Image, da jeder Gesellschafter unbeschränkt haftet und zwar gesamtschuldnerisch und solidarisch. Also alle stehen, alle für einen, einer für alle, Haftung mit Haut und Haaren, das spricht sicherlich für die OHG, zumindest aus Sicht der Gläubiger. Wenn die Gesellschafter bereit sind, dieses Risiko zu tragen und auch so ein Vertrauen untereinander haben, spricht auch nichts gegen die Gründung einer OHG, sondern für die OHG. Aber wie gesagt, es ist eben auch ein Risiko. Es gibt auch gute Gründe, dieses anzuführen, um nicht eine OHG zu gründen. Aber ich habe es mal als dafür gewotet und hier oben eingetragen. Aber wie gesagt, das kann man auch anders sehen. Man braucht kein Mindestkapital, also nicht wie bei einer GmbH, da muss man ja 12.500 mindestens einzahlen und 25.000 Stammkapital darstellen. Das braucht man aber bei der OHG nicht. Eintragen muss man, wenn man aus der OHG eine KG macht, die Einlage, für die der beschränkt haftende Gesellschafter haftet, weil der haftet ja nur beschränkt und da muss man sagen, auch wofür, für wie viel haftet der beschränkt, das muss man eintragen, da die anderen Gesellschafter, die komplementäre, beziehungsweise bei der OHG gibt es keine komplementäre, weil da sowieso alle unbeschränkt haften, muss man nichts eintragen, da ja alle unbeschränkt haften, da müssen eigentlich nur die Gesellschafter eingetragen sein. Gewerbesteuerpflicht resultiert daraus, dass es ein Betrieb ist, der auf einen kaufmännisch geführten Gewerbebetrieb gerichtet ist. Also wenn es ein Gewerbebetrieb ist, ist er auch gewerbesteuerpflichtig. Wichtig ist, wie ein Einzelunternehmen hat auch eine Personengesellschaft einen Freibetrag von 24.500 Euro bei der Gewerbesteuer. Erst danach muss Gewerbesteuer bezahlt werden. Die Gewerbesteuer ist, wie die Gewerbesteuer in allen anderen Fällen auch, bei der OHG eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Das heißt, sie kann nicht von dem als Betriebsausgabe abgesetzt werden, senkt also nicht den Gewinn, der später von den Gesellschaftern versteuert werden muss. Da werden wir gleich da oben, da müssen wir nochmal hin. Gesellschafter der OHG können nicht nur natürliche Personen sein, sondern können auch Gesellschaften sein. Da muss ich mal reinschreiben, können selber Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften sein. Also, Gesellschafter einer OHG kann eine Kapitalgesellschaft sein, das heißt, man kann zu diesem Zweck eine GmbH gründen, kann sagen, meine GmbH soll Gesellschafter bei der OHG werden, dann ist man quasi Gesellschafter einer GmbH, die wiederum Gesellschafter einer OHG ist. Dadurch kann man natürlich diese persönliche Haftung dort wieder beschränken auf das Vermögen der Kapitalgesellschaft oder aber, dann sagt, ja, ich will eine OHG, aber ich beteilige eine UG, ich gründe eine UG und dann ist die UG quasi vertritt, also man hat dann quasi Gesellschaftsanteile an der UG und die UG beteiligt sich an der OHG. Das geht auch, das heißt, wer zwar Gesellschafter einer OHG werden möchte,
die Vorzüge genießen möchte, aber selber dann doch nicht voll haften möchte, müsste quasi eine UG oder eine GmbH gründen. Das dazu. So. Das also nochmal klarstellen, wer also eine GmbH gründet oder eine UG und sich mit dieser dann an der OHG beteiligt, ja, dann resultiert daraus eine beschränkte Haftung. Das führt aber nicht dazu, dass es dann eine KG wird, ja, weil eine KG selber, da haftet der Gesellschafter, der an der OHG beteiligt ist, nur beschränkt. Und das ist bei der GmbH oder bei der UG, die ich an der OHG beteilige, nicht der Fall, weil die ja selber erstmal vollumfänglich mit dem Vermögen der Gesellschaft, der UHG oder der haftet, nur eben damit ist die Haftung dann auf dieses Gesellschaftervermögen der UHG oder der GmbH beschränkt, nicht aber die Durchgriffshaftung auf die Gesellschafter. Das heißt, man kann hieran eine UHG oder eine GmbH beteiligen, trotzdem bleibt es eine OHG und wird nicht zur KG. So, weil die Frage wird oft gestellt, wie kann ich denn trotzdem irgendwie meine Haftung beschränken? Jetzt kommt zum Vorteil oder Nachteil, kommt drauf an, ja, wie läuft die Besteuerung bei einer OHG? Die OHG selber schuldet die Gewerbesteuer und auf ihrer Ebene wird auch die Gewerbesteuer ermittelt, habe ich gerade besprochen. Sie hat einen Freibetrag von 24.500 Euro, das wird hier ermittelt und wird auch hier bezahlt. Die OHG muss das selber bezahlen. Bei den Ertragssteuern, bei den anderen Ertragssteuern ist das anders. Das heißt, ob diese Gesellschaft ist selber nicht einkommensteuerpflichtig, die ist auch nicht körperschaftsteuerpflichtig, weil es auch keine Kapitalgesellschaft ist. Die unterliegt weder der Einkommensteuer noch unterliegt die der Körperschaftsteuer, genauso wenig wie es eine KG tut oder eine BGB-Gesellschaft. Bei diesen Gesellschaften, also OHG, BGB-Gesellschaft oder KG, ermittelt man quasi auf Ebene dieser Gesellschaft den Gewinn und dann verteilt man den in einer sogenannten gesonderten einheitlichen Feststellung, hier oben steht's, auf die Gesellschafter. Das heißt, da wird eine Gewinnfeststellung getroffen und je nachdem, wie diese Gewinnfeststellung ist, geht das dann an die Gesellschafter. Das heißt, die Gewinne werden dann auf die Gesellschafter verteilt in einer solchen gesonderten einheitlichen Feststellung. Das heißt, dieser Bescheid geht an die jeweiligen Finanzämter der Gesellschaft. Das heißt, wenn die offene Handelsgesellschaft zum Beispiel ihren Sitz in München hat, aber die Gesellschafter wohnen in Berlin und Hamburg, dann würde in München quasi die gesonderte Feststellung, die einheitliche gesonderte Feststellung vollzogen. Würden dann ihre Gewinnmitteilung machen an die Finanzämter in Berlin und in Hamburg. Und diese Finanzämter würden dann an die Gesellschaft herantreten, würden sagen, pass mal auf, du hast einen Gewinn bekommen von der offenen Handelsgesellschaft auf München, den musst du jetzt versteuern. Und dann kommt es eigentlich drauf an, nehmen wir mal an, jeder bekommt 100.000 Euro, dann kann es sein, dass in dieser offenen Handelsgesellschaft eine natürliche Person beteiligt ist, der Hans, und an der offenen Handelsgesellschaft eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist, die Hans GmbH. So, und wenn jetzt jeder von den 100.000 Euro Gewinn abbekommt, dann muss der Hans, der natürliche Person ist, Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft als natürliche Person, 100.000 Euro in seiner privaten Steuererklärung versteuern als Einkünfte aus G, nämlich aus dieser offenen Beteiligung an dem Gewerbe. Und die Hans GmbH, ja, die bekommen quasi diese 100.000 Euro auch zugewiesen, muss die aber mit ihrer, weil sie eine Kapitalgesellschaft ist, mit Körperschaftsteuer besteuern. Das heißt, wie der Gewinn letztendlich hier versteuert wird, mit Kapitalsteuer, mit Körperschaftsteuer oder mit Einkommensteuer, hängt davon ab, wie die Struktur der Anteilseigner ist. Das dazu. So, Gewerbesteuer, habe ich gesagt, muss die bezahlen. Wird hier erhoben, wird ausgerechnet, muss die bezahlen, wird aber auch gesondert nochmal festgestellt, wer muss eigentlich die Gewerbesteuer, auf welche Gesellschafter entfällt die quasi, ja, wem ist welcher Anteil zuzurechnen, auch wenn die das nicht bezahlen müssen, weil die Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer anrechnungsfähig ist, das heißt, sie reduziert die Einkommensteuer, das heißt, es kommt drauf an, ist es eine natürliche Person, dann kriegt sie noch diese anrechenbare Anteil an der Gewerbesteuer, die die OHG bezahlen muss, zugewiesen und kann die in der privaten Einkommensteuererklärung nochmal abziehen. Das heißt, in der gesonderten Feststellung ist nochmal festgehalten, wurde Gewerbesteuer gezahlt, wenn wie viel und auf welchen Gesellschaft entfällt welchen Anteil. Und dann, wenn es eine natürliche Person ist, kann er die wieder auf seine Einkommensteuer abziehen.
anrechnen, sobald er Einkommensteuer bezahlt. Ist Anteilseigner eine Kapitalgesellschaft, kann die Gewerbesteuer nicht angerechnet werden auf die Körperschaftsteuer. In dem Fall ist es nur eine nachrichtliche Mitteilung aus der gesonderten Feststellungserklärung. Die Körperschaftsteuer reduziert sich nicht um die Gewerbesteuer, die die OAG irgendwie bezahlt hat. Das heißt, die Gewerbesteuer ist in dem Fall eine sogenannte Definitivsteuer. So, das war, glaube ich, ein bisschen schwieriger, müsst ihr euch jedenfalls nochmal anhören, aber ansonsten war es, glaube ich, verständlich. Jetzt kommen wir nochmal hier zu den Rechten und Pflichten der Gesellschafter. Ja, da ist es eigentlich so, da wird im Wesentlichen auf die BGB-Gesellschaft nochmal verwiesen. Es gibt eine Einlagepflicht, das heißt, das, was sie der Gesellschaft versprochen haben, muss auch eingelegt werden, es muss mitgearbeitet werden, es gibt eine Verlustbeteiligung, genauso wie man an den Gewinn partizipiert, partizipieren eben alle Gesellschafter auch an den Verlusten, solange man das partizipieren nennen kann. Es gibt die Berechtigung zur Geschäftsführung und eine Gewinnverteilung. Es gibt die Rechte, den Gesellschaftsvertrag selbstverständlich kündigen zu können. Das ist allerdings abdingbar. Da kann man besondere Fristen und so einarbeiten. Das ist sehr dispositiv. Das heißt, die Kündigungsfristen kann man gestalten. Es gibt selbstverständlich wie bei der BGB-Gesellschaft und der KG umfassende Informationsrechte. Der Gesellschafter kann natürlich sich mal erkundigen, wie ist der Stand der Lage, wie sieht die Buchführung aus und so weiter. Er kann sich nach der Auftragslage erkundigen, er kann die Mitarbeiter befragen und so weiter. Selbstverständlich, wer haftet, muss auch sich informieren können. Und jeder Gesellschafter ist, und das ist hier ganz wichtig, geschäftsführungsbefugt und vertretungsberechtigt. Das ist bei der BGB-Gesellschaft ja teilweise auch je nach Rechtsauffassung ein bisschen anders. Hier bei der OAG ganz klar ist ein kaufmännisches Unternehmen. Jeder Gesellschafter ist geschäftsführungsbefugt, das heißt, das ist die Situation im Innenverhältnis. Da wird entschieden, wie sollen die Geschicke der Gesellschaft laufen. Und jeder Gesellschafter ist auch vertretungsberechtigt nach außen. Das ist das Außenverhältnis der Gesellschafter. Das heißt, jeder Gesellschafter kann Verträge abschließen und die Gesellschaft gegenüber Dritten verpflichten, Rechte und Pflichten begründen. Das ist auch so eines der Aushängeschilder der OAG. Jeder Gesellschafter, der da ankommt, hat Rechte, kann alles mitentscheiden und alle anderen mitverpflichten. Das ist die gesetzliche Regelung und die ist nach meiner Auffassung, soweit ich mich auskenne, auch nicht änderbar. So, das war das Wichtigste zur OAG. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch aufführen sollte. Ich meines Erachtens ist das, was man erstmal wissen sollte, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man ein junges Unternehmen hat, wenn man sich, ich sag mal, als Selbstständiger betätigen möchte, um mal eine offene Handelsgesellschaft, kurz OHG, von anderen Gesellschaftsformen abzugrenzen. Ich habe hier mal den Bezug auch direkt gemacht zur KG, die habe ich so ein bisschen hier mit eingearbeitet, aber wohlgemerkt, eine KG ist keine OG, sondern ist quasi eine OHG mit zumindest einem einbeschränkt haftenden Gesellschafter. Aber ich wollte das mir mal abhandeln, weil der Weg nicht weit ist, den Zusammenhang mal darstellen. Ich bin auch mal eingegangen darauf, wie die besteuert wird, also wie die Besteuerungssituation ist, wie man die besteuert von der verfahrensrechtlichen Art und Weise mal. Das ist das Gleiche, auch diese Darstellung unterscheidet sich in keinster Weise bei einer BGB-Gesellschaft, in keinster Weise bei einer KG, genau die gleiche Art und Weise, auch gesonderte Feststellung, auch einheitliche gesonderte Feststellung. Und da hängt eben die Steuerart, mit der die Gewinne besteuert werden, eben davon ab, welcher Anteilseigner oder wie ist die Anteilseignerstruktur. So, das sind die wichtigsten Sachen gewesen. Ich hoffe, ich habe das angesprochen, was euch interessiert. Was euch besonders interessiert, müsst ihr nochmal tiefergehend jetzt mal eruieren. Dann gibt es bestimmt Sachen, die habe ich nicht angesprochen, die müsst ihr dann vielleicht auch mal nachlesen und schickt mir eine E-Mail. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da oder teilt uns. Wenn ihr euch für steuerlich aktuelle Sachen interessiert oder regelmäßig schöne Videos für Existenzgründer und junge Unternehmen sehen möchtet, dann abonniert doch vielleicht unseren Channel. Ich würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und Zuhören und vielleicht mal dann irgendwo in einem anderen Video. Vielen Dank und tschüss.